Zur Einstimmung auf die Meditation wird Acharya Harilalji uns Mantras rezitieren. Asya Sri Lalita Sahasranama Strotramha Mantrasya Vashinya Divag Devada Rishayaha Anushtupachanda Sri Lalita Parmeshwari Devada Om Sri Mada Sri Maharagni Sri Mat Singhasineshwari Chidakti Kunda Sambodha Deva Karya Samudyada Udyat Bhanu Sahasrabha Chadur Bahu Samunida Ragas Suruba Pashadhya Krota Karangushojala Mano Rube Chukodanda Panjadan Matra Sayaga Nijaruna Prabhapura Majjad Brahmanda Mandala Chambagashoga Punnaga Saugandikala Satkaja Kuruvindamani Shreni Kanat Kodi Ramandida Ashtami Chandra Vibraja Dali Gastala Shobida Muga Chandra Kalangaba Mrikanabi Visheshaga Vadanasmara Mangalya Grihatora Najiliga Vaktra Lashmi Parivaha Chalan Meena Balojana Nava Chambaga Pushpaba Nasa Danda Virajida Tara Kandi Tiraskari Nasa Bharanabasura Kadamba Manjari Klipta Karnapura Manohara Tadanga Yugali Buddha Tabanodu Bamandala Patmaraga Shiladarsha Paribhaviga Polabu Nava Vidruma Bimbashri Nekari Radhanachada Shuddha Vidyam Kuragara Tijapangdidyojala Karpura Vidi Gamoda Samakashadigandara Nijasallaba Madhurya Vinibhatsida Kachabi Mandas Midaprabhapura Majjat Kamesha Manasa Anakalida Sadrishya Chumbugashri Virajida Kamesha Bedda Mangalya Sutra Shobita Kandara Kanagangada Geyura Kameniya Bujanida Tekna Greveya Chindaga Lola Mukta Balanida Kameshara Premadakta Mani Pradi Pranastani Nabhya Lavala Romali Lada Palakujadui Tetche Roma Lada Dara Tasa Munneya Madhyama Stana Bara Dalan Madhya Patta Banda Valitraya Aruna Aruna Kausumba Vastra Bhasot Kaditadi Tekna Kingini Karyamya Rashanada Mabhushida Kame Shaknyada Saubhagya Mada Vorudhyanida Manikya Magudagara Janub Daya Virajida Indra Gopa Parichipta Smaratuna Bajangida Guda Gulfa Kurma Vishna Jayishnu Prabhadanida Nagadidi Samjana Namajanatamo Guna Padadaya Prabhajala Paragrida Saroruha Shinjana Mani Manjira Mandida Shri Padambuja Marali Manda Gamana Mahalavanya Shevadihi Sarva Runa Navandyangi Sarva Bharana Bhushida Shiva Kameshara Angastha Shiva Swadhina Vallabha Sumeru Madhya Shringastha Shriman Nagaranayiga Chinda Mani Grihandastha Panja Brahma Sanastida Mahapatmadavi Samstha Kadamba Vanavasini Sudha Sagara Madhyastha Kamakshi Kamadayini Devashigana Sanghada Stuya Manatma Vaibhrava Banda Suravado Dukta Shakti Sena Samannida Sambalkari Samaruda Sindhu Ravraja Sevida Asharuda Dishtidasha Kodi Kodi Biravrida Chakra Rajara Daruda Sarva Yudha Parishkrida Gaya Chakra Daruda Mandrini Parisevida Giri Chakra Daruda Danda Nadha Puraskrida Jwala Malini Kachipta Vagni Pragara Madhyaga Banda Sainya Vadodyukta Shakti Vikrama Harshida
Nitya Parakrama Doba Nirichana Sumul Suga Banda Putra Vado Dukta Bala Vikramanandida Mandrin Nyamba Virajida Vishangavada Doshida Vishukra Prana Harana Varahi Virenandida Kameshara Mugaloga Kalpida Sri Ganeshara Mahagenesha Nirbhinna Vikna Yendra Praharshida Banda Surendra Nirmukta Shaktra Prastercha Varshini Karangulina Golpanna Narayana Dashakridihi Mahabashupadastrakni Nirdagdhav Surasainiga Kameshwarastra Nirdagta Sabanda Surasunyaga Brahmo Bendra Mahendradi Deva Samstuda Vaibhava Haranetragni Sandakta Kama Sanjeevan Aushadihi Srimat Vagbhava Gudaiga Suruba Mugapangaja Kadadagadi Mangdenga Badya Kuda Surubini Shakti Kudaiga Tabanna Kadya Dhoba Gadarini Mula Mandratmiga Mula Kudatraya Kalebara Kalam Ridaiga Resiga Kula Sangeda Palini Kulangana Kulandasta Kaulini Kula Yogini Agula samayandasta samayachara tatpara Mula dareka nilaya brahma grandi vibedini Manipura andarurida brishnu grandi vibedini Aknya chakrandara alasta rudra grandi vibedini Sakastraram bujaruda suda sara bivarshini Tadilada samaruji shachakrobari samstida Mahasakti Kundalini Bisadandudani Yasi Bhavani Bhavanagamya Bhavarana Gudariga Badra Priya Badra Murti Bhakta Saubhagya Daini Bhakti Priya Bhakti Gamya Bhakti Vaishya Payabaha Shambhavi Sharadaradhya Sharvani Sharmadaini Shangari Sri Giri Swadi Sharachandran Banana Shadodari Chandimadi Niradhara Niranjana Nirleba Nirmala Nitya Nirakara Niragula Nirguna Nishkala Shanda Nishkama Nirubaplava Nitya Mukta Nirvigara Nishprabanja Nirashraya Nitya Shuddha Nitya Buddha Niravadya Nirandara Nishkarana Nishkalanga Nirubadir Nirishara Niragara Gamadana Nirmada Madanashini Nishchinda nirahangara nirmoha mohanashini Nirmama mamadahandri nishpaba pabanashini Nishkroda krodha shamani nirloba lobanashini Nisamshaya samshayakni nirbhava bhavanashini Nirvikalpa nirabada nirbeda bedanashini Nirnasha mityunvadini nishkriya parigraha Nistula Nila Chigura Nirapaya Niratyaya Durlaba Durga Madurga Dukkha Handri Sugaprada Durlaba Durga Madurga Dukkha Handri Sugaprada Durlaba Durga Madurga Dukkha Handri Sugaprada Shanti, Shanti, Shanti. Sitze weiter ruhig und gerade. Sei dir bewusst, wie diese Mantra auf dich gewirkt haben. Mantra aus dem Lalita Sahasranam. Besonders machtvoll für die Energiezentren, Anrufung der göttlichen Mutter, der kosmischen Energie. Vielleicht spürst du jetzt ein Energiezentrum besonders, vielleicht im Herzen oder in der Stirngegend oder im Scheitel.
Du spürst doch nichts Besonderes, dann wähle dir jetzt einfach ein Energiezentrum aus, wo du dich jetzt weiter konzentrieren willst. Wiederhole dort ein Mantra wie Om oder Om Namah Shivaya. Einatmen Om, ausatmen Om. Konzentriere dabei das Mantra im Chakra, also im Herzenpunkt zwischen Augenbrauen, Mitte der Stirn oder der Scheitelgegend. Und stelle dir vor, dass du so über das Mantra Kontakt aufnimmst zu den Tiefen deiner Seele, zum kosmischen Licht oder zum Göttlichen, wie auch immer du es bezeichnen willst. Nutze das Mantra, um Kontakt aufzunehmen zu dem Tieferen bzw. zu dem Höheren. Wenn andere Gedanken kommen, beachte sie nicht weiter. Wiederhole immer wieder das Mantra und spüre, ob dabei Freude zu spüren ist, Licht zu sehen ist oder einfach Inspiration und Bewusstheit oder einfach Stille und Entspannung. Meditiere weiter so oder auch auf deine eigene Weise in der Stille.
Mantra singen. Jaya Ganesha, Seite 12. Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Pai Mam. Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha, Rakshama. Jaya Saraswati, Jaya Saraswati, Pai Mam. Shri Saraswati, Shri Saraswati, Shri Saraswati, Raksha Mam. Jaya Guru Shiva Guru Hari Guru Ram Jagat Guru Param Guru Sat Guru Shyam Om Adi Guru Advaita Guru Ananda Guru Om Chit Guru Chit Gana Guru Chit Maya Guru Om
Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Shivanandaya. Om Namo Bhagavate Satyanathaya. Die Nummer 151 singen Krishna Govinda. Krishna Govinda, Govinda, Gopala. Krishna Krishna Govinda, Govinda, Gopala.
Shivaya. Ich möchte gern ein Shiva-Mantra singen. Und das geht so. Shiva, 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 Shiva. Om Namah Shivaya. Und dann Om Namah Shivaya. Shivaya, Om Namah Shivaya. Shiva heißt der Gütige, der Segensreiche. Und ja, da oben sitzt er rechts und er gilt auch als der Zerstörer und tanzt den Tanz der Eigenschaften und der Veränderung. Shiva, 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 Om Namah Shivaya.
Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Shiva 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 Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva heißt auch wörtlich der Gütige, der Freundliche, interessanterweise. Derjenige, der auch der Aspekt der Auflösung, Zerstörung ist. Und es ist gütig, dass manches aufhört. Ich habe noch zwei Trommler mitgebracht, damit es auch schön taktvoll ist. Und ich möchte gerne mit euch ein Krishna-Mantra singen für Freude. Und ich freue mich auch, dass meine Ausbildung jetzt fast abgerundet ist mit Lalita zusammen und es wieder 14 neue Kinder-Yoga-Übungsleiter gibt. Der Text Shri Krishna Govinda Gopala Narayana. Und der zweite Teil ist das Mahamantra Hare Krishna und so weiter. Einfach mitsingen oder mittönen. Shri Krishna Govinda Gopala Narayana. Shri Krishna Govinda Gopala Narayana. Shri Krishna Govinda Gopala Narayana. Shri Krishna Govinda
Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare, Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama, Rama, Hare, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare, Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama, Rama, Hare, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare, Hare. Hare Rama. Krishna, Hare, Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna. Krishna, Hare, Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna. Krishna Govinda Gopala Narayana Shri Krishna.
wir singen mit euch das Maha-Mantra. Ihr seid jetzt eingesungen und ich für mich kann das nicht oft genug singen. Krishna, Krishna, Krishna. Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare, Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare, Hare, Hare Rama. Krishna, Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare, Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare, Hare, Hare Rama. Rama, Rama, Hare, Hare, Krishna. Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama, Hare
Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare, Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama. Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare, Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jetzt bitte ich die Kinder auf die Bühne. Nämlich noch ganz spontan was für euch vorbereitet, ein Kinderlied. Und es wäre auch ganz fein, wenn alle Erwachsenen mitsingen. Eins habe ich noch. Ich bin ein Kind von Sonne und Mond.
Ja, vielen Dank. Wir werden, was wir sind. Vedanta pur. Vishnu Guru Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namah. Om Namah Shivaya. Ich will euch heute Abend ein paar Geschichten erzählen, ein paar Vedanta-Geschichten, die alle etwas gemein haben. Sie sind alle etwas eigenartig. Die sollen uns nämlich verdeutlichen, dass wir alle etwas eigenartig sind. Danach wird Nalini uns einige Krishna-Geschichten erzählen, die besonders herzöffnend sind. Die Vedanta-Geschichten, die ich erzählen will, sollen vielleicht eher etwas aufwecken. Vedanta zunächst heißt Anta, das Ende, Veda heißt Weisheit, Wissen. Vedanta ist das Ende des Wissens, wie es heißt. Vedanta beruht auf den Upanishaden. Und die Upanishaden sind meistens geschrieben als Zwiegespräch zwischen Schüler und Lehrer. Ein Schüler geht zum Meister und fragt den Meister: O Meister, zeige mir das, nach dessen Erkenntnis nichts mehr zu erkennen gibt.
Meister, zeige mir das, nach dessen Verwirklichung ich Unsterblichkeit erreiche. Meister, zeige mir das, nach dessen Erfahrung nichts, keine Wünsche mehr übrig bleiben. Die vedantischen Schüler sind also nicht mit irgendwelchen Fragen gekommen, so: Meister, ich habe Kreuzweh. Oder: Meister, ich habe Schwierigkeiten in der Kommunikation mit meinem Partner. Meister, meine Kinder sind nicht artig genug. Vermutlich werden auch damals die Schüler zu diesen Meistern gekommen sein mit diesen Fragen, aber das hat es dann nicht in die Upanishaden geschafft. Zu allen Zeiten gab es ein paar wenige Menschen, die tiefere Fragen hatten, die es wirklich wissen wollten. Und es gab dort auch so eine Geschichte: aus einer Upanishade kam ein Schüler zum Meister und wollte eben wissen und hatte gefragt: Meister, zeige mir Brahman, denn es heißt, wenn ich Brahman verwirkliche, dann habe ich die Unsterblichkeit erreicht. Der Meister schaute den Schüler prüfend an und sagte: Hier habe ich 200 abgemagerte Kühe, kümmere dich um die, und wenn daraus 800 wohlgenährte Kühe sind, dann können wir weitersprechen. Der Meister hat nämlich vorher gerade einen Schüler gehabt, dem hat er einiges Wichtiges erzählt, und es ist üblich, wenn man zum Meister geht, zum Schluss gibt man eine Gabe, so war es im alten Indien, und der Schüler hat ihm dann 200 abgemagerte Kühe gegeben, mit denen der Meister wahrscheinlich nicht allzu viel anfangen sollte. Das macht er mit einer Einsiedelei irgendwo im Wald, dann hat er 200 Kühe dort plötzlich. Gut, der Schüler schluckte erst. Würdet ihr auch machen, oder? Er kommt hier ins Haus Yoga Vidya, habt einen Kurs gebucht und als erstes kriegt er gesagt, erstmal 2 Jahre lang, gut, kümmert euch um den Garten und die Wäsche und sonst etwas. Ja. Gut, unser Schüler kümmerte sich aber darum. Und in dieser Zeit, wo er sich um diese Tiere kümmerte, wenn nichts anderes machte, als sich um sie kümmerte, dort lernte er, von sich selbst zu abstrahieren. Er lernte es, sich um andere Wesen zu kümmern. Er lernte, wirklich sich voll auf andere einzustellen. Er war ganz allein im Dschungel mit diesen 200 Tieren. Schon eine schwierige Aufgabe. Und nachdem die 800 geworden war, wollte er sie zurückbringen zum Meister. Und unterwegs erfuhr er dann plötzlich, wie der Wind zu ihm sprach. Er erfuhr, wie die Bäume zu ihm sprachen. Er erfuhr, wie die Erde zu ihm sprach. Und er erfuhr, der Wind überbrachte ihm die Nachricht von Brahman. Der Himmel überbrachte ihm die Nachricht von Brahman. Die Bäume überbrachten ihm die Nachricht von Brahman. Schließlich, als er ankam, empfing ihn der Meister und sagte: Ich sehe das Feuer von Brahman in dir. Was hast du erfahren? Und der Schüler erläuterte, dass er alles als Brahman wahrgenommen hatte. So gibt es viele upanishadische Geschichten. Es gibt auch einige spätere Geschichten. Und die eine ist, die oft erzählt wird: 12 Menschen gingen auf Pilgerreise. Sie überquerten einen Fluss. Als sie am anderen Ufer des Flusses ankamen, wollten sie zählen, waren sie noch alle vollzählig. Und sie zählten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Einer fehlte. Zählte der Nächste und zählte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alle kamen nur auf 11. Sie lamentierten furchtbar. Erstens, sie hatten einen verloren, noch schlimmer, sie wussten nicht wen.
Was waren Sie für eine Pilgerreise? Hier waren Sie auf Pilgerreise, um Gott zu erfahren und Gott zu dienen, Liebe zu geben und zu erfahren. Und was war? Sie hatten einen gar nicht bemerkt und der war weg. Schlimm, schlimm, schlimm. Er kennt die Antwort von der Geschichte. Da kam, wie heißt du? Kam der Elias vorbei und sah, wie die lamentierten und fragte, warum lamentierte ihr? Warum lamentiert ihr? Und sie sagten, ja, wir sind nur noch 11, wir waren 12 und wir sind noch 11. Im Fluss haben wir jemanden verloren, wir wissen noch nicht mal wer. Und dann antwortete Elias, jeder von euch, der gezählt hat, hat sich selbst vergessen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Zwölfter hat gefehlt. So ähnlich ist es. Wir gehen durch den Fluss des Lebens und irgendwie stellen wir fest, etwas fehlt. Und wir wissen nicht, was. Man zählt alles Mögliche auf. Ich habe ein Haus, ich habe einen Garten, ich habe ein Smartphone, ich habe ein Fahrrad, ich habe meinen Kühlschrank voll von toller veganer Nahrung. Ich habe gute Kinder, ne, freundliche Mann, Frau. Irgendwas fehlt noch. Was fehlt? Letztlich das Selbst. Jetzt muss man aufpassen, es gibt auch eine relative Bedeutung von der Geschichte. Manche Menschen zerreißen sich auch zwischen allen Pflichten, die sie zu tun haben, und vergessen sich selbst. Das wäre auch eine Bedeutung von der Geschichte. Und deshalb sind ja auch einige hier. Wir hören immer wieder in den Beginn von Ausbildungen, Weiterbildungen, wie auch von Seminaren. Warum bist du hier? Ich will mal etwas für mich tun, denn Menschen sind heutzutage voller Verpflichtungen gegenüber Job, gegenüber Eltern, gegenüber Kindern, gegenüber Partnern, gegenüber so vielen. Man muss auch mal was für sich tun. Und da gibt es natürlich kaum etwas Besseres als Yoga, wo man etwas für sich tut. Aber für sich tun heißt jetzt nicht einfach, sich nur eine Auszeit zu nehmen, sich verwöhnen und vielleicht sogar noch in die Ayurveda-Oase und massieren und mit Öl einreiben und übergießen und eventuell durch die verschiedenen Körperöffnungen durch. Das ist alles sehr heilsam und gesund. Aber diese vedantische Geschichte will noch tiefer gehen. Sie will uns nämlich sagen, wir haben unser wahres Selbst vergessen. Also nicht nur die Bedürfnisse des Körpers und der Psyche, sondern wir müssen erfahren, wer bin ich wirklich? Solange wir das nicht erfahren, fehlt irgendetwas. Und egal, wie viel wir sonst erreichen, wir stellen fest, es fehlt etwas. Wir suchen nach etwas. Nächste Geschichte ist die Geschichte von einem, gerade überlegen, ich fange jetzt mit der Würstengeschichte an. Das ist die Geschichte von zwei Krokodilen und einem Affen. Ich überlege gerade, soll ich sie wirklich erzählen? Sie ist mir vorher gekommen, aber sie ist sehr wirr. Verdeutlicht aber etwas Wichtiges. Also, jedenfalls, es gab zwei Krokodile, Krokodilmann, Krokodilfrau und einen Affen. Und der Krokodilmann und der Affe, die haben sich sehr gemocht. Der Affe schwamm manchmal auf dem Krokodil und der Affe warf manchmal ein paar Bananen runter, war ganz froh, dass er das Krokodil weitestgehend vegetarisch erzogen hatte. Dem Krokodil schmeckten nämlich all die Früchte und dafür ließ das Krokodil ihn auf den Teich schwimmen. Der Krokodilsfrau allerdings gefiel das nicht, dass unser Krokodilmann mit diesem Affen so viel zu tun hatte. Also stellte sie sich krank und sagte, ich bin todkrank. Ich brauche das Herz eines Affen, nur so kann ich genesen.
Also es ist in allen Aspekten eine sehr unrealistische Geschichte. Jedenfalls unser Krokodilsmann wusste nicht, was er machen sollte. Irgendwie dachte er, okay. Schließlich kam der Affe, war wieder auf dem Krokodils, schwamm auf dem Krokodil, sagte der Krokodilsmann, ich habe jetzt ein Problem. Ich brauche nämlich dein Herz. Lachte der Affe und sagte, ja, das trifft sich gut. Ich habe mein Herz oben auf dem Baum gelassen. Du musst mich da nur hoch los hinbringen und dann kann ich es dir bringen. Damit ende ich jetzt die Geschichte. Das Herz schleppen wir immer mit uns. Und das kann uns niemand nehmen letztlich. Und was ist das Herz? Manchmal scheint es so, als ob uns jemand irgendwo das Herz nehmen will. Wir können es nicht, niemand kann uns das Herz nehmen, denn unser Herz ist Gott in uns. Manchmal erscheint es so, als ob uns das Herz rausgerissen werden sollte. Aber in Wahrheit ist es nicht rausreißbar. Die Reihe der eigenartigen Geschichten will ich fortsetzen. Mit dem Pilger und einem Geldsack. Es war einmal ein reicher Pilger und der ging auf Pilgerreise. Und er hatte ein Zelt mit sich und er hatte einen Geldsack mit sich, Goldmünzen drin. Gut. Und als schließlich kamen sie an ein Gebiet, wo kaum noch Menschen waren, nur noch, also keine normalen Menschen, nur noch Pilger waren da. Und dort kam dann so ein Swami zu ihm. Und der war eigentlich kein wirklicher Swami, sondern das war ein Räuber, ein Dieb. Und der wollte sein Hobby, nicht sein Hobby, sondern sein, wie können wir sagen? Passion. Sein Job war es, Pilger auszurauben. Und er sah jetzt diesen reichen Pilger, der dort immer so seine Goldmünzen dabei hatte und gedacht, ja, die werde ich ihm jetzt wegnehmen. Und er ging zu ihm und sagte, könnte ich dich begleiten? Ich kenne mich hier so ein bisschen aus, ich kann dir die heiligen Tempel zeigen. Sagte der Reich, ja, klingt gut, einen Führer kann ich gut gebrauchen. So gingen sie eine Weile, den ganzen Tag. Und am Abend ging dann der Reiche in sein Zelt, zählte vorher seine Goldmünzen, ging dann ins Zelt und sagte, Moment, nachher kannst du mit reinkommen. Und dann anschließend kam dann der Dieb Swami rein und der Reiche legte sich hin und schlief. Und der Dieb Swami, der durchsuchte das Zelt, um die Goldmünzen zu finden. Er suchte und suchte und fand nichts. Nächsten Morgen, die gingen wieder weiter auf Pilgerreise. Der reiche Pilger bat den Diebespilger, ihm alle Tempel zu zeigen und sie beteten vor allen Schreinen. Der reiche Pilger bat sogar den anderen länger mit ihm zusammen zu meditieren und alles. Am Abend gingen sie wieder ins Zelt und erst zählte der Reiche seine Goldmünzen, dann ging er erst ins Zelt allein. Und danach rief er den anderen rein und der verbrachte wieder die ganze Nacht mit Suchen. So ging es eine ganze Woche. Nach einer Woche hielt es der Dieb nicht mehr aus und sagte, ich bin kein wirklicher Swami, ich bin ein Dieb und trage nur orange Kleidung. Jeden Abend suche ich dein Gold. Wo versteckst du es? Lächelte der Reiche und sagte,
unter deinem Kopfkissen. Da weiß ich nämlich, da wirst du niemals suchen. Und dann sagte der Reiche, und weißt du, ich wusste von Anfang an, dass du ein Dieb bist. Aber ich fand es eine nette Herausforderung, dich dazu zu bringen, jeden Tag viele Stunden in Tempeln zu verbringen, Mantras zu rezitieren und zu meditieren. Und wenn ich dir einen Tipp geben kann, mach das ruhig weiter. Überlegen. Eine letzte Geschichte ist keine Geschichte, sondern eine Analogie. Letztlich, um das zu verdeutlichen, was Jesus ja auch so genannt hat, gesagt hat, strebe zuerst nach dem Königreich Gottes, dann wird euch alles andere zufallen. Und in diesem Sinne sollten wir erst streben nach Gott, nach Brahma, nach dem Höchsten, nach dem Selbst, wie auch immer wir es ausdrücken wollen. Danach wird uns alles andere vielleicht nicht ganz von selbst zufallen, aber es hat eine Bedeutung. Und die Analogie, die Swami Vishnadevananda gerne gebraucht hat, ist ein Geldschein. Wenn wir einen Geldschein hätten und da würde die 1 fehlen, dann wie viel wäre es wert? 1.000-Euro-Schein? Nichts. Und angenommen, wir haben irgendwo, irgendjemand zieht seinen Kontoauszug und das ist ganz toll, 7 Nullen hintereinander. Das ist jetzt, was übrig geblieben ist. Wie viel ist das wert? Nichts. Wenn wir da jetzt eine 1 davor setzen, dann ist es sehr viel wert. So ähnlich auch, angenommen, man strebt nur nach Äußerlichkeiten, dann sind die erstmal lauter Nullen, nichts wert. Wenn wir aber als Thema dahinter spirituelle Verwirklichung setzen, wenn wir da die 1 davor setzen, dann hat alles wieder seinen Wert. Dann hat es einen Wert, alles, was wir im Leben machen, das Zusammensein mit Menschen, sich kümmern um seinen Beruf, kümmern um was auch immer, kümmern um uns selbst und um andere. Alles hat einen großen Wert, wenn wir es dort die 1 davor machen, nämlich das Ganze und ein hohes Ideal und ein höheres Ziel setzen. Ich freue mich, dass Dr. Nalini Sahai bei uns ist. Sie verbringt im Sommer und im Frühjahr mehrere Wochen hier im Ashram und sie unterrichtet insbesondere Techniken aus der Satyananda-Tradition, verbindet sie mit der Yoga-Vidya-Tradition, beides ja Shivananda-Tradition. Sie unterrichtet die Pavanamuktasana, sie unterrichtet Yoga-Nidra, tantrische Meditationstechniken, Prana-Heilung, Chakra-Seminare. Und sie hat auch ein besonderes Talent, Geschichten über Krishna, Rama, Ganesha, Shiva und andere wunderschön zu erzählen, herzöffnend zu erzählen. Und in knapp 2 Wochen, eigentlich in 9 Tagen, ist Krishna Jayanti, Krishnas Geburtstag. Und so habe ich sie gebeten, uns ein paar Geschichten von Krishna zu erzählen. Ich werde euch ein paar Geschichten über Krishna erzählen. Krishna is a god who is much loved by all of us. Krishna ist ein Gott, der von allen sehr geliebt wird. And Krishna is the god who is given the most ornaments. Everything beautiful is put before him. Und Krishna wird der meiste Schmuck dargebracht, alles Schöne wird ihm vor die Füße gelegt. His skin is absolutely black. Seine Haut ist ganz schwarz. And he wears yellow clothes. Und er trägt gelbe Kleidung. He has a peacock feather on his head. Er hat die Feder eines Vs auf seinem Kopf.
And he has gold bracelets on his hands. Und er hat goldene Armringe. And a garland with 5 different colored flowers in it. Und eine Kette mit 4 verschiedenen Blüten darin. And all his disciples like to adorn him with more beautiful things. Und alle seine Anhänger möchten ihm noch schönere Dinge schmücken. Krishna came to the universe to destroy evil. Krishna kam in das Universum, um das Böse zu zerstören. What had happened was that evil was reigning on the universe. Es war so, dass das Böse das Universum regierte. So Mother Earth, as disguised as a cow, went to Brahma. So ging Mutter Erde in der Verkleidung einer Kuh zu Brahma. And prayed that you have to help us. Und betete, dass er ihnen helfen möge. The earth has become unbearable. The universe has become unbearable. We can't live anymore. Das Universum ist unerträglich geworden. Wir können nicht mehr leben. So then, Vishnu said that I will be born as a baby. Vishnu sagte darauf, dass er als ein Kind geboren werden würde. And he told all the other gods and goddesses that you will be born as humans in the Yadav clan. Und er sagte, auch die anderen Götter und Göttinnen werden als Menschen auf der Erde geboren werden. Now, in the meanwhile, there was a king called Agrasen. Und in der Zwischenzeit gab es einen König, Agrasen, who had a son called Kansa. Der einen Sohn Kansa hatte. And Kansa was the wicked king, the wicked prince. Und Kansa war der böse Prinz. And he put his father into prison. Und er hat seinen Vater ins Gefängnis gesteckt. Then Kansa's sister was Devaki. Und Kansas Schwester war Devaki. And Devaki was married to Vasudev, who belonged to the Yadav clan. Und Devaki war mit Vasudev verheiratet, der zu dem Yadava clan gehörte. So far, Devaki's children had been killed by Kansa. Devakis Kinder waren bisher alle von Kansa getötet worden. Because he had been told that whoever was born would destroy him. Denn er hatte die Weissagung, wer immer von ihr geboren werden würde, würde ihn zerstören. So when the 8th child of Devaki's was going to be born, und als das 8. Kind von Devaki geboren wurde, she was cast into the dungeon with her husband. Wurde sie mit ihrem Ehemann ins Verlies geworfen. But it was a stormy night and it was raining. Aber es war eine stürmische Nacht, es regnete. There was no moon. Es war kein Mond zu sehen. Krishna was born. Und Krishna wurde geboren. And the storm opened the doors of the dungeon. Und der Sturm öffnete die Türen des Verlieses. The guards were asleep. Die Wachen schliefen. And Vasudev went with baby Krishna in an open basket in the rain. Und Vasudev floh mit dem Kind Krishna in einem offenen Korb durch den Regen. Then he came to the river Yamuna. Er kam zu dem Fluss Yamuna. Which automatically created a path for him to walk on. Der ganz von alleine einen Pfad für ihn erschuf, auf dem er laufen konnte. And the five-headed snake king. Und der fünfköpfige Schlangenkönig formed a hood over baby Krishna's basket. Formte eine Haube über den Korb von Baby Krishna. And Krishna was saved, he was dry. Und Krishna wurde so gerettet, der war trocken. And we celebrate his birthday at midnight. Und wir feiern seinen Geburtstag um Mitternacht. We sing a lot of music praising him. Wir singen viel Musik und loben ihn. And we fast all day. Wir fasten den ganzen Tag. And then at 12 o'clock there's feasting. Und um 12 Uhr ist dann die Feier. Krishna's favorite food was a butter with a sprinkling of sugar. Krishnas Lieblingsspeise war Butter mit ein bisschen Zucker.
Then there is another story about Krishna, Krishna and the Mount Govardhan. Es gibt noch eine weitere Geschichte von Krishna. The people of Mathura were having a very hard time because Indra had got very angry with them. Die Bevölkerung von Mathura hatte eine sehr harte Zeit, denn der Gott Indra war wütend auf sie geworden. They had forgotten to offer sacrifices to Indra, and he was the god of the heavens. Sie hatten vergessen, dem Gott Indra, der der König der Himmel war, Opfer darzubringen. And Indra had a very short fuse. Und Indra hatte eine sehr instabile Laune. So he got very angry. Und deshalb wurde er sehr wütend. And he thought to himself, who is this Krishna? He's just a mortal. Und er fragte sich, wer ist denn dieser Krishna? Er ist doch nur ein Sterblicher. And what has happened to these people? They are worshipping the cows and they're going after Krishna. Und was ist mit diesen Leuten los? Die verehren die Kühe und die laufen Krishna nach. So he sent this special cloud. Deshalb sandte er eine besondere Wolke. Which made rain for 7 days and 7 nights. Die es 7 Tage und 7 Nächte lang regnen ließ. There was thunder and lightning. Es gab Blitz und Donner. There was no land anywhere to be seen. Es gab kein Land mehr zu sehen irgendwo. All the people, all the Brijvasis were very afraid naturally. All die Brijvasis hatten sehr viel Angst. They went to Krishna. Sie gingen zu Krishna. And Krishna on his little finger lifted the mountain and held it aloft. Und Krishna hob auf seinem kleinen Finger den Berg hoch und hielt ihn da. When Indra saw this, als Indra das sah, he realized that this was the form of God. Erkannte er, dass Krishna eine Form Gottes war. Then there's another story about Krishna. Und es gibt noch eine Geschichte über Krishna. Krishna, as you all know, is the writer of the Bhagavad Gita. Krishna ist, wie ihr alle wisst, der Schreiber der Bhagavad Gita. This was another battle where Krishna was the charioteer of the Pandavas, the righteous Pandavas. Es war eine Schlacht, wo Krishna der Wagenlenker von den gerechten Pandavas war. And they were fighting against their 100 cousins who were very evil. Und sie kämpften gegen die 100 Cousins, die sehr böse geworden waren. And there is a chapter where Krishna tells Arjun that you have to do your duty. Und es gibt ein Kapitel, wo Krishna Arjuna sagt, dass man seine Pflichten erfüllen muss. Krishna himself was very conscious of his duties. Krishna selbst war sich seiner Pflichten sehr bewusst. And he had a guru again, though he was God, he had a guru. Und selbst, obwohl er selber Gott war, hatte er einen Guru. He offered the guru Guru Dakshina. Und er opferte dem Guru Dakshina. And he had many many wives. Und er hatte viele Frauen. These queens all adored him. Diese Königinnen verehrten ihn alle. But he was completely detached from the material life. Aber er war vollkommen von dem materiellen Leben losgelöst. And the person who is considered his Shakti, und die Person, die als seine Shakti angesehen wird, was Radharani. War Radharani. And we regard her, we call them Radha Krishna, as it is Sita Ram. Und wir nennen sie auch Radha Krishna, genauso wie Sita Ram. And many Krishna Bhakts believe that without Radha, Krishna has no energy. Und viele Verehrer von Krishna glauben, dass ohne Radha Krishna überhaupt gar keine Energie hat. Many people ask, why does Krishna wear a peacock feather in his head? Viele Menschen fragen, warum trägt Krishna eine Pfauenfeder in seinem Hut? There's a story that Krishna was playing the flute. Es gibt die Geschichte, dass Krishna die Flöte gespielt hat. And the peacocks heard this music. Und die Pfauen diese Musik gehört haben. They thought a rain cloud was coming.
Sie dachten, dass eine Regenwolke kommt. So they started dancing. Deshalb begannen sie zu tanzen. All the peacocks started dancing. All die Pfauen tanzten. And it was so beautiful when the gopis saw them, they also started dancing. Und es war so schön, dass als die Gopis das sahen, die Milchmädchen, begannen auch sie zu tanzen. And when the dance ended, und als der Tanz endete, the peacocks gifted a feather to Krishna. Da beschenkten die Pfauen Krishna mit einer Feder. Then it is also believed that in the peacock feather you see all the colors. Und man sagt auch, dass in der Pfauenfeder man alle Farben sehen kann. And it is said that we must accept life as it comes to us, whether it's black or whether it's red. Und man sagt auch, dass man das Leben so akzeptieren muss, wie es zu uns kommt, ob es uns schwarz kommt oder rot. So there are many stories about Lord Krishna, and each one is more beautiful than the other. Also es gibt viele schöne Geschichten über Krishna. Die eine ist schöner als die andere. And my favorite story is about Krishna when he was a baby. Aber meine Lieblingsgeschichte ist die, als Krishna ein Kind war. He ate all the butter up. Da hat er die ganze Butter aufgegessen. And when his mother came to him and said, "What have you done with the butter?" Und als seine Mutter zu ihm kam und ihn fragte, was hast du mit der Butter gemacht? He opened his mouth. Da öffnete er seinen Mund. And she saw the universe. Und sie sah das ganze Universum darin. So I end. Namaste. So ende ich. Namaste. Thank you very much, huh, for this introduction into Krishna stories. And with this we can start the pre-celebrations of Krishna's birthday. Das war dann so eine kleine Einführung in Krishna von vielen, vielen Aspekten. Und am 22. August feiern wir dann ja hier und in den anderen Yoga-Vidya-Ashrams und vielen der Zentren Krishna Jayanti, welches dann mündet in die Mitternachtsmeditation. Krishna wurde, ähnlich wie Jesus und Buddha, um Mitternacht geboren, als Symbol dafür, wenn der Geist sehr ruhig ist, in der Mitte der Nacht, wenn der Geist sehr ruhig ist, dann kann Gott in unserem Herzen geboren werden. Oder auch eine andere Interpretation ist, dann auch wie in Krishnas Fall, seine Mutter und Vater waren im Gefängnis gewesen, eingesperrt. Auch hier, wenn das Leiden am größten ist, wenn wir uns dann an Gott wenden, dann kann Gott in uns geboren werden. Om singen das Om Triambakam, die Nummer 800 im Kirtanheft. Und wir wollen das Om Triambakam singen für Noah, die Tochter von Kavita, die heute Geburtstag hat. Also Noah hat heute Geburtstag. Sie ist, glaube ich, nicht... Doch. Ich suche immer Kinder hier und du bist die ganze Zeit da. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Alles Gute. Sagen die drei Om Triambakams, wir sagen heute sechs Om Triambakams und die ersten drei Om Triambakams ganz für dich wünschen dir viel Freude und viel schöne Erfahrungen und viel Liebe im neuen Lebensjahr. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Bhushtivatanam Uravarukamiva Bandhanam Mrityor Mukshiyamam Ritat
Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Bhushtivatanam Purvarukameva Bandhanam Mrityor Mukshiyamam Ritat Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Bhushtivatanam Purvarukameva Bandhanam Mrityor Mukshiyamam Ritat. Und auf besonderen Wunsch sagen wir noch das Om Triambakam an für Ilse Müller aus Melsbach. Sie ist am Dienstag verstorben im Alter von 87 Jahren und wir wünschen ihr einen guten Übergang in die höheren Welten und ihren Hinterbliebenen Trost und Kraft. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Bhushtivatanam Purvarukameva Bandhanam Mrityor Mukshiyamam Ritat Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Bhushtivatanam Purvarukameva Bandhanam Mrityor Mukshiyamam Ritat Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Bhushtivatanam Purvarukameva Bandhanam Mrityor Mukshiyamam Ritat Om Sarvesham Swasti Bhavatu Sarvesham Shantir Bhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarve Sham Mangalam Bhavatu Sarve Bhavantu Sukhinaha Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kashchit Dukhavag Bhavet Asato Ma Satkamaya Tamaso Ma Jyotir Gamaya Mamutam Yamaya Om Puranamada Puranamidam Puranat Puranamudachyate Puranasya Puranamadaya Puranameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Frieden, Frieden, Frieden. Wir sprechen das allumfassende Gebet und wir wollen nach jedem Satz einen Moment Pause machen, um die Worte auf uns ganz wirken zu lassen. O anbetungswürdiger Gott, voll Barmherzigkeit und Liebe, Gruß dir in Demut gebeugt. Sein ist dein Wesen, Wissen und Seligkeit. Allgegenwärtig bist du, allmächtig, allwissend. Im Innern aller Wesen wohnst du. Gib uns ein verstehendes Herz, die rechte Einsicht, ausgeglichenes Gemüt, Vertrauen, Hingebung und Weisheit. Lege in uns geistige Kraft, Versuchungen zu widerstehen und Denken und Wollen zu beherrschen. Befreie uns von Selbstsucht, Gier, Zorn und Hass. Erfülle unser Herz mit göttlichen Tugenden. Lass uns dich erschauen in all den Namen und Gestalten. Lass uns dir dienen in all den Namen und Gestalten. Lass uns alle Zeit deine Gedenken. Lass uns stets deine Herrlichkeit singen. Lass deinen Namen stets auf unseren Lippen sein. Und lass uns in dir bleiben alle Zeit. Om Bolo Satguru Shivananda Maharaj Ki Jai. Bolo Shivishnevananda Maharaj Ki Jai. Wir stehen auf zum Arati.
zur Lichtzeremonie. Wir wollen das Arati heute Abend wieder im Dunkeln machen. Da hat das Arati nochmal eine besonders schöne Wirkung. Wer den Text nicht auswendig kennt, kann mindestens den Refrain wiederholen: Jai Jai Arati, Licht sei überall. Mata chapita tamiva tamiva pandu shasanta tamiva tamiva vidya tamidam tamiva tamiva sarvam amadeva deva kayena vacha manasendriya Oh.
Zu Yoga Vidya gehören ja auch andere Ashrams. Da freue ich mich, dass heute der Maheshwara da ist aus dem Ashram im Westerwald. Du kannst vielleicht gerade mal kurz aufstehen. Das ist der erste der drei Yoga Vidya Ashrams im Westerwald und mitten im Wald gelegen, an einer schönen Wiese im Bachtal, sehr romantisch, so wie vermutlich man sich die Einsiedeleien der upanishadischen Lehrer vorstellt, so wunderschön gelegen. Also auch eine gute Möglichkeit, dort auch Seminare, Ausbildungen, Weiterbildungen zu besuchen oder auch dort mal als Individualgast zu sein. Ja, und dann haben wir noch einen Ashram an der Nordsee, auch ein schönes Haus, wo man besonders von der Luft profitieren kann, was für das Pranayama besonders gut ist. Und Strandurlaub und Yoga ist auch eine sehr, sehr gute Kombination. Dann haben wir bei Yoga Vidya auch 80 Yoga Vidya Stadtzentren. Und da haben wir jetzt einen hier auch, den Vedamurti, der kann gerade mal aufstehen. Er ist der Koordinator der mindestens der vereinseigenen Yoga Vidya Stadtzentren und leitet auch das Yoga Vidya Zentrum in Köln. Und so, wer vielleicht erstmals an diesem Wochenende hier im Ashram ist, ihr könnt vielleicht irgendwo in der Nähe von euch auch ein Zentrum finden. Daneben gibt es ja auch 10.000 von Yoga Vidya ausgebildete Yogalehrer, sodass ihr ziemlich sicher einen Kurs findet, in dem, wo jemand in der Yoga Vidya Tradition unterrichtet. Jetzt wünsche ich euch allen eine angenehme Nachtruhe.